Unangenehme Momente gab es auf jeden Fall schon einige, vor allem am Anfang, wo man vor allem vor dieser Stille Angst hat. Ne? Man hat Angst, sich zu verhaspeln, man hat Angst, den Faden zu verlieren, was natürlich öfter auch mal vorgekommen ist. Das Schlimmste, was mir, glaube ich, mal passiert ist, dass ich einfach nicht mehr wusste, was ich sagen soll. Und dann war einfach Stille. Und ich weiß noch, damals ist der Programmchef zu mir hochgerannt und meinte, Sophia, das Schlimmste im Radio ist die Stille. Du kannst niemals nichts sagen. Das ist wirklich das Allerwichtigste, dass du immer irgendwie was sagst oder meinetwegen den nächsten Song spielst, aber niemals schweigen. Und ansonsten ist aber natürlich auch schon sowas passiert, dass man den falschen Interviewpartner angesagt hat oder das falsche Element abgedrückt hat, also zum Beispiel einen Song, obwohl vielleicht jetzt eigentlich jemand reden müsste. Also sowas ist natürlich schon vorgekommen. Aber im Laufe der Zeit wird man auf jeden Fall cooler damit. Ich habe jetzt auch schon Tage gehabt, wo ich irgendwie mich so verhaspelt habe, dass ich dann einfach gesagt habe, hey Leute, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Ich rede heute nur Blödsinn. Also ich gehe da mittlerweile echt dann ganz offen mit um.